Ich bin froh, wenn ich nicht richtig verstehe. Und die Approche, dass ich nehmen, der so viel Kei halten, wie es vielleicht geht, als das nicht notgedrungen an das Resultat, dass man sowieso viel mehr Bauern kriegen, an der Fin du Compte. Dass man die Betriebe, wo dir so, ich sind da just nach drei do an ihrem Dorf, dass das sowieso Konsequenz ist. Wenn da nicht mehr Betriebe hat, die dürfen so viel Kei haben, wie sie das Fleisch können, dann haben wir doch nicht gedrungen, viel mehr Bauern an der Fin du Compte. Oder das würde ich doch nicht verstehen. Ich wollte gerne probieren, das zu beantworten. Lohn ist natürlich letzte Woche an meinem kleinen Kaudorf bei den drei Betrieben das Beste gezählt. Ich ging aber behaupten, dass für drin die neun Betriebe an meinem Dorf Männer keine hatten, wie die drei, die lo recht geblieben sind. Oder ich tue mal zu, weil bis lo ist es so, dass alle Hektar, die freigeht oder alle Betriebe, die abhält, das ist ja kein Fleisch, die einfach leiden bleibt, mit die geht von anderen Betrieben überholt. Und ich meine, auch das am Film im Prinzip auch geschwert ging, das war dann der Pierre, wie bei den großen Traktorrüstung, da geht eine technische Lösung gesichert. Das heißt, käme die mit großen Maschinen, käme die mit großen Melkstand und probiere den mit der Arbeitskraft, die im Betrieb verfügbar ist, mehr Kei zu streichen oder mehr Hektar zu sehen und den Rekord durchzuholen. Das heißt, bis jetzt ist es nicht so, dass obwohl die Zahl von den Bauern raufgeht, als weder die Zahl vom Feier raufgegangen, noch als ein Hektar leer geblieben. Und das ist eigentlich das Konträr, weil insgesamt das System durch all die Hilfsmittel, die eben an der Entrohren, die in der Produktion am konventionellen eben relativ bequem zu kriegen sind, also ist das so, dass man dann eben mehr Milch pro Hektar machen oder pro Kuh. Das heißt, da, also die, so einfach ist die Equation nicht. Also das ist schon ein bisschen komplex. Also ich merke, dass ich da, also kann darüber nur denken, ob ich das auch nicht steuern will. Ein bisschen wäre das so, dass am Prinzip die meisten Bauern, die dann am Dorf blieben sind, also die blieben sind als Bauer, die haben ja auch aber mit einer relativ großer Selbstverständlichkeit überholen sie auch die Flaschen für eben selber zu wissen. Auch das hat aber noch mal zu tun, was den Pierre da ein sehr umgerechnet wird, was tut er für einen Feiertschauer, für seine Möglichkeit, was kriegt er los. Also das hängt schon alles zusammen.